So, meine lieben Neffen und Nichten, ich möchte euch auch den TL1LPC vorstellen, den neuen Offspring Panzer. Viel Spaß mit diesem Video. Ich will Panzerfrau, gib doch bis den Tag auf dem Kessel, Baby. Ich will Panzerfrau, rammel alles platt, weil ich Vollgas gebe. Ich will Panzerfrau, gib doch bis den Tag auf dem Kessel, Baby. Ja, wir starten erstmal mit einem Vergleich. Ich habe mir zum Vergleich zwei Premium-Medium-Tanks noch mit ausgesucht. Einmal einen amerikanischen, den M46 Korea Patton, den Primo Victoria. Im direkten Vergleich halt, was hat der damals anders gemacht? Der T-69 und der Pershing, um halt einen 8er amerikanischen Medium Tank noch mit zu vergleichen. So, was haben wir hier? Erstmal DPM ist ja absolut oben an der Spitze. Der beste, zweitbeste ist der Primo Victoria mit 1986 und darunter dann erst bei 1850 bzw. 1800 runter der T69 potenzielles Damage. Penetration 208, der Primo ist ein bisschen besser, 226, der Damage liegt bei 280, da ist er unschlagbar weit vorne mit 40 HP plus gegenüber den anderen amerikanischen und plus 50 zum Primo Victoria. Modul Damage 122, da hält er sich mit seiner 90mm Kanone natürlich richtig schön auf. Rate of Fire 7,11, da ist er Schlusslicht. Reload Time 8,44 Sekunden, kann man noch auf, ich habe ihn glaube ich auf ganze glatt 8 Sekunden mit Waffenbrüder und also Bruderbund, der ist ja dabei und dann nochmal die Lüftung eingebaut. Kaliber 90mm, da sind wir bei den Mediums völlig normal. Der Primo Victoria hat halt die 83,4 mm. Die Geschossgeschwindigkeit ist so Mittelfeld 914. Ist nicht wirklich gut, nicht wirklich schlecht. Der Korea Patton ist mit der Fluggeschwindigkeit deutlich geringer. Max Range brauchen wir uns gar nicht weiter angucken. Ammo Capacity, also wie viel könnt ihr an Munition mitschleppen? 64 reicht locker aus und hat dann natürlich ein potenzielles Damage von 17.920, wenn jeder Schuss ordentlich reinhaut. Da ist er auch ganz weit oben. Ihr, der T69 mit 9.600, ganz weit hinten. Aimtime 2,21 ist ein guter Wert, fügt sich hier sehr gut ein von der Gun her. 0,36 Dispersion beim Moving, 0,13 Tank Traverse und Turret Traverse, auch 0,13 bzw. 0,10 ist er also im guten Mittelfeld, da ist der Primo wesentlich schlechter. Wenn er einen Schuss abgeht, 3,36 aufmachen ist Mittelfeld, typisch für eine 90mm Kanone. Gun Depression 9 Grad, da sind die anderen zum Teil etwas besser, nimmt sich nicht viel. Wir kommen dann gleich nochmal dazu, warum ich das hier so mit da reinhaue. Geschwindigkeit 50 km/h, die erreicht er auch sehr gut, weil er hat ein Verhältnis von 18,04 Tonnen pro PS. Ja, da ist er gut mit dabei, ne? Selbst der Primo hat 17,72 Tonnen pro PS. Armor, Hülle, also Wanne 88,9, 50,8, 25,4, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und Turm 177,8, 76,2, 50,8 hinten. Der Primo ist ein bisschen besser.
AP-Struktur 1400, auch wieder hier schön im Mittelfeld. Motor 285, die Ketten haben eine 200er und Amorek 240, da ist er auch ganz weit vorne. View Range 400 Meter, ist er ganz gut mit dabei. Radio Range 745. Er brennt relativ selten, 15% nur. Und Standardmunition 420 Credits kostet eine. Also wir sehen, ein guter, ausgewogener Medium. Nicht unbedingt so absolut OP, finde ich, aber das werden wir gleich im Spiel sehen. Hier ist dann halt noch einfach anzusehen, dass er ja wirklich eventuell den Primo Victoria im Frontline als schönen Medium-Panzer ablösen könnte. Wir können ja dafür auch nochmal den Progetto mit dazu nehmen. Und dann sehen wir hier, der ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist nicht ganz so zügig wie der Progetto, aber von der vom Panzerung ist der ganz vorne mit dabei. Und ich habe es mir mal erlaubt, ihn als 3D-Modell darstellen zu lassen. Und wie man sieht, wenn ihr Hull Down steht, ich habe jetzt extra mal so gemacht, Hull Down, es bounced. Es bounced sehr viel. Na? Also, wir haben hier eine Pen von 200. Jetzt gehen wir mal auf Heat. Mit Heat wird man euch eher mal penetrieren können. Aber mit Standard AP wird schwierig. Ne? Ricochet, Ricochet. Hier 10,8. Also... Hull Down, ein Biest. Und wenn ihr dann auch noch so gewinkelt steht, keine Chance. Ihr müsst halt ein bisschen drauf achten, dass ihr hier so die Seiten versteckt. Ne? Also auf ebener Fläche penetriert euch alles. Sidescrapen klappt auch nicht so wirklich. Da haben wir hier ordentlich Weak Spots. Aber im Endeffekt, wenn ihr Hull Down steht, so stehen könnt, dass ihr so auf den Gegner drauf schießt, kurz rüber luchsen und den Schuss abgeben. Das wird euer hauptsächliches Spielstil sein. Wirklich versuchen, immer so Hull Down zu stehen, weil dann habt ihr hier oben den Weak Spot. Hier habt ihr zwei kleine Weak Spots und das war's auch schon. Was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, ich möchte euch das Gameplay aus der Sicht eines durchschnittlichen Spielers zeigen. Ich bin kein Superspieler und von daher seid ihr es von mir gewohnt, wie kann man den Panzer handeln, wenn man jetzt nicht so gut spielt. Hier, das ist die Crew, die Bandmitglieder, wir kennen es von dem Primo Victoria mit Sabaton, hier ist es halt Offspring. Wir schauen uns nochmal den Panzer hier so ein bisschen an. Hier auf der einen Seite Pretty Fly, dann The Offspring. Hier die ganzen Instrumente, wie man es auch von dem Primo Victoria kennt. Ich vergleiche ihn sehr viel mit dem Primo Victoria, weil das ist ja das gleiche Prinzip. Na? Man nehme einen Panzer und widme ihn einer Band und haut ihn da drauf. Der 3D-Skin ist halt neu, den können wir aber auch ändern. Also wenn ihr sagt, hey, der Panzer interessiert mich, aber puh, ne, mir gefällt der Skin nicht. Gucke, so sieht er dann halt mit einer anderen Standardtarnung aus, mit dem Pretty Fly dann halt so. Ne, also, man kann ihn also auch ohne diese Tarnung und ohne diesen 3D-Skin fahren. Alles machbar. Ich finde ihn aber so schick, ne? So, was gibt es dazu noch zu sagen? Ich habe ihn ausgerüstet mit vertikalen Stabilisator, eine verbesserte Lüftung und eine entspiegelte Optik. Bin relativ
konservativ an die ganze Geschichte rangegangen. Hier können wir noch ein bisschen zurückziehen, das da noch auf. Ein paar Runden habe ich natürlich mit dem Panzer schon gedreht. Ich habe halt den Feuerlöscher mit dabei, weil die Crew, ich habe keine amerikanische Medium-Crew, die da wirklich drauf passen. Und das ist einer der Kritikpunkte, die ich an diesem Panzer habe. Die Vier-Mann-Crew. Im Endeffekt könnt ihr diese Crew nutzen für den Patton, M48 Patton, für den T-54E1 und für den T-69 als Crewtrainer. Alle anderen Medium-Panzer kann man eigentlich damit nicht so wirklich trainieren, weil die haben alle eine 5-Mann-Crew und keine 4-Mann-Crew. Also jetzt nicht unbedingt so der Crewtrainer. Und dann schauen wir doch mal uns an, ob er denn dann wenigstens ein paar Credits macht. Ein bisschen Sorge ist halt die Penetration von 208 mm gegenüber dann der Heat 280 mm. Das heißt, Heavys frontal ist eigentlich nicht eure Aufgabe, aber wenn euch mal ein Heavy frontal entgegenkommt, müsst ihr auf die Heat wechseln. Und die kostet dann halt gleich mal eben 4.400 Credits gegenüber 420 Credits für die Standard und 295 Credits für die HE. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir klicken kurz rein. Ich muss mir noch meine Kopfhörer aufsetzen, damit ich auch was höre. Ihr hört schon so ein bisschen. Musik, Offspring. Mit einem Orchester eingespielt. Hammergeil. Wargaming, bitte die Soundfiles freigeben. Also, wenn ihr das komplett aufgenommen habt, bitte, 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 bitte. Ich stehe so auf dieses Konzertmusik. Hammergeil. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob ihr das so ähnlich seht. Ob ihr sowas mögt, ne? Wenn sie so rockige Songs mal so mit einem Konzert aufnehmen. So, ich habe ja gesagt, wir sind ein Hull-Down-Beast. Das heißt, ich werde da auch in die Mitte fahren. Wir sind low hier in diesem Gefecht. Wow, 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 wow. So, jetzt fahren wir halt erstmal schnell. Also das ist jetzt alles live. Ich schneide hier nichts. Ich habe mir nicht irgendwie 2 Replays rausgesucht, wo ich da denke, oh geil, oh Mann. Ich habe mit diesem Panzer schon das eine oder andere schöne Match gefahren. Vielleicht veröffentliche ich das nochmal extra. Aber ich will euch zeigen, ich will euch ja live zeigen, wie verhält sich der Panzer, wenn er von einem Noob wie der Onkel bewegt wird und nicht einfach euch hier zeigen, oh, guckt mal, das könnt ihr damit leisten. Das könnt ihr euch bei anderen YouTubern anschauen, vielleicht auch bei dem einen anderen, ein oder anderen CC. Ne, aber wieder ein bisschen Spotting mitgenommen. Da hat jetzt leider der Reload nicht gereicht. 8 Sekunden, ihr seht es hier. 8 Sekunden ist mein Reload mit Brüderbund und Lüftung. Ansetzer habe ich jetzt keinen reingenommen. Ich bin immer so einer, der so ein bisschen versucht, allround-mäßig unterwegs zu sein. So. Dem Scorpion habe ich einen mitgegeben. Ihr hört so im Hintergrund. Naja, ist halt Offspring, ne? Penetration, hö. Aber ich finde ihn ganz gut. Es ist halt so ein kleiner Panzer, wie ich ihn ganz gerne mag. Und das sage ich, der eigentlich mit Mediums eher weniger anfangen kann.
Der Skorpion ist Geschichte. Jetzt müssen wir hier aufpassen, nicht, dass dann da der LP mal irgendwie mal über die Ridgeline kommt. Die Crew kommt übrigens mit genug XP, um einen weiteren Perk auszubilden. Ganz klar, der Kommandant, sechster Sinn, und den Rest habe ich so ein bisschen auf Reparatur gesetzt. Das ist so eigentlich so mein Standard zweiter Skin Perk. Um halt immer so ein bisschen... Da ist der Stritzi, den haben wir geöffnet beim Schießen. Er ist natürlich gebounced jetzt. Yep. Und ich habe hier auch absolut null Support. Der T-34 Black macht alles andere, aber supporten tut er nicht. Jetzt sind wir ein bisschen runtergeschossen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen überleben. Kleiner Stellungswechsel. Heavyline ist relativ gut. Hinten müsste noch irgendwo der Standard B stehen. Ja, lieber VK, kannst du dich mal entscheiden, wo du hin möchtest? Oh, okay, das war's. Da hat mich das Objekt rausgenommen und aber um euch mal zu zeigen, was da drin ist, habe ich mich jetzt dazu ganz spontan entschieden. Ich werde jetzt dann gleich nochmal ein Replay aufnehmen und euch zeigen, was man auch so mit dem Ding machen kann. Das kommt dann jetzt gleich. Ja! Und da habe ich mir einen Replay rausgesucht, um es euch mal zu zeigen. Wir sind hier auf der Map Lakeville. Und wir sind Top Tier in unserem guten TL1 LPC Pretty Fly. Und ich würde sagen, wir starten. Wir spulen mal gleich ein bisschen vor. Und jetzt seht ihr genau seine Stärken. Wir gehen in meine Kameraperspektive rein. Ich habe mich hier einfach aufgrund der starken Hull-Down-Fähigkeit des Pretty Flies entschieden, ins Valley zu fahren. Eine Arti, es ist machbar. Hab am Anfang hier, bin ich hier hochgefahren, um zu gucken, was kann ich hier reißen. Fahre dann natürlich an die Ridgeline ran. Seine große Stärke. Hull down. Leicht angewinkelt. Das Marker. So. Was ich jetzt hier? Defender frontal heavy. Ich habe schon als zweiten Schuss automatisch meine Heat-Variante genommen. Weil alles andere wäre jetzt schwachsinnig gewesen gegen einen Defender. AMX-1375 bounced. Den Carnarvon-Schuss habe ich auch versemmelt.
Aber die Arti hat nur 168 Damage gemacht. Schon wieder der 1375, der mir versucht, am Turm reinzuschießen. Also Hull down, man merkt es. Wenn man Top-Tier ist, kann man auch mal vorne mit an die Front gehen. Obwohl er mehr der Unterstützer ist und nicht so direkt der Angreifer. Ja, da 327 beim Defender reingedrückt. ...243, ein kleiner Low-Roll, muss auch mal sein. Und dann habe ich doch glatt den Defender versemmelt. Den T-71DA nehmen wir noch mit. Hab jetzt 715 Damage auf der Uhr. T-43 auch noch gleich gekillt. Macht dann schon mal zwei Kills. Der Ferdinand, den versuche ich mit Standard zu penetrieren. Aber selbst der Hotshot nicht getroffen. Mauerbrecher vor mir platzt. 313, wieder einen schönen Highroll hingelegt. Ein Verzweiflungsschluss. Muss auch mal sein. Es ist halt auch, er ist sehr mobil, sehr agil, der Panzer. Da hat mir der Ferdinand schön einen reingedrückt. Ich habe ihn aber noch ketten können. Und jetzt nutze ich hier wirklich, dass ich wirklich immer nur ganz kurz meinen Turm zeigen kann. Und der Turm ist halt bouncy, ne? Ich schieße hier mit AP einen Ferdinand nieder. Also das ist machbar. Klar, Turm komme ich nicht durch. Aber unter Wanne gar kein Problem, wenn der Ferdinand euch die Wanne zeigt, kommt ihr da auch ohne Probleme durch. Dritter Kill übrigens, 1800 Damage schon gemacht, 468 Support. Der Tiger P da, der hat mich ein bisschen getriggert. Und Musik wieder von Offspring auf die Ohren. Tiger P nochmal mitgegeben. Und jetzt hatte ich einen Ammo-Rack. Und ich wollte jetzt den T20 rausnehmen. Und dann passiert gleich leider etwas, was ich nicht so toll finde. 85 HP, nochmal abkassiert. Leider nur 4 Kills. Aber ihr seht, was möglich ist mit diesem Panzer. Und wir gucken dann mal gleich nochmal, was ich auf diesem alles geschafft habe mit diesem Replay. So, da sind wir. Ihr kennt es jetzt so ein bisschen wie euer Replay, mein Kommentar. Das war eine sehr, sehr schöne Runde. Erste Klasse hat es mir gegeben. 81.000 Credits. Und das ist jetzt interessant. Ist es ein Credit Maker? Jein. Ich habe hier, trotz dass ich Heat nehmen musste, immer noch 43.000 Credits plus gemacht. Es gibt bessere Credit Maker. Es gibt aber auch schlechtere Credit Maker. Ich würde sagen, es ist Zeit für die Endcard. So, meine lieben Neffen und Nichten, Endcard mit Auswertung.
Ist der TL1LP C zu empfehlen? Jein. Es ist ein spaßiger Panzer. Mehr aber auch nicht. Er ist nicht wirklich der perfekte Crew-Trainer. Weil, wie gesagt, drei Panzer können wir die Crew für trainieren, mehr nicht. Ist er ein Credit Maker? Jein. Man ist leider, wenn man mal auf Heavies stößt, wie einem Defender oder so, ist man gezwungen, APCR zu laden und Heat zu laden. Und die ist relativ teuer. Aber mir persönlich macht das Spaß. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch Offspring damals gehört habe. Mit Pretty Fly und so weiter. Vielleicht, wenn ihr mit dieser Band nichts anfangen könnt, was ich nicht glaube, weil Onkel hört ja selber rockige Musik und ihr schaut mir auch öfters im Stream zu. Ja, kann man sich dann kaufen. Ist er die 40 Euro wert? Darüber kann man sich jetzt streiten. Es ist kein Must-Have. Es ist kein super Crew-Trainer, aber er macht Spaß. Und ich hoffe, dass euch das Video gezeigt hat, was der Gute kann. Wir haben einmal ein Live-Spiel gemacht, einmal eine Retorte. Ein Abo, darüber würde ich mich noch freuen. Däumchen hoch ist immer nett für einen Onkel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssikowski.